Wir bleiben noch ein bisschen im Breakthrough Arcade Gaming Universum und spielen quasi den zweiten Teil von diesem Softball-Titel. Ich glaube, das gab es früher auch schon mal, da hieß es, glaube ich, Baseball oder sowas. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. In diesem Fall gibt es von Softball noch eine 4-Player-Cooperated-Edition. Das heißt, ihr könnt das mit 4 Freunden spielen. Müsst ihr natürlich nicht. Also, ihr braucht keine 4 Controller oder sowas. Ganz easy. Hier sind 2 Sachen zu beachten. In dem normalen Modus, den gehen wir jetzt rein, also einfach nur X drücken, müssen wir jetzt 5 Bälle fangen in diesem Modus. Das ist wirklich wichtig. Yep. Oh Gott, ja, super. Gut, also so macht man es nicht übrigens. Na los. 5 Stück. Siehst du, unsere Freunde spielen quasi schon mit. Deswegen ist das hier eigentlich auch wirklich kein Kunststück, die 5 hier zu erreichen. Im normalen, da haben wir es schon, im regular Gameplay. Hier haben wir diese 5 Trophäen, die wir gebraucht haben. Game over kann uns nur recht sein. Jetzt gehen wir in Practice Mode. Dafür drücken wir einmal die Kreistaste. Ihr seht es, da springt es on, off, on, off. Und die machen wir mal on. Und auch hier wieder, was ist denn nichts los? Hallo? Nochmal, Practice Mode on. Auch wieder Steuerkreuz hochdrücken, X drücken und dann können wir hier ganz entspannt den Ball fallen lassen, ohne dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Das Spiel kennen wir ja quasi noch aus der letzten Edition. Es ist natürlich von Vorteil, die Bälle trotzdem zu fangen, einfach damit das Spiel schnell durch ist und ihr eine Platin mehr auf eurem Konto habt. Nein! Nein! Ja, komm schon. So, 14 haben wir. 15... So, ich glaube, hier sind es 20 gewesen. Sehen wir ja gleich. Er zielt hier noch gemütlich hoch. ...22 für Silber. Nein. Aber das sieht so aus, als würden wir 30 brauchen. Hä? Was ist los hier? Fangen wir mal den Ball. 30 in Practice Mode. Wie gesagt, 5 haben wir ja schon im normalen Modus. Genau, und das war's schon. Great job. You got all the trophies. Congratulations. Sehr schön. Ja, da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Das war's. Wie gesagt, mit diesem kleinen Trick, Steuerkreuz nach oben und X drücken, seid ihr dann quasi in so einer Art Debug-Modus. Da kann nichts passieren. Einfach nur die Bälle fangen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von euch. Bis dahin und zur nächsten Folge.